Okay, dann will ich jetzt mal den zwei von meinen Plänen erzählen. Hallo Mama und Papa. Hey Robin, na, was gibt's Neues bei dir? Ach, nicht viel. Die Schule habe ich ja jetzt bald abgeschlossen und ich bin gerade dabei zu überlegen, was ich danach machen möchte. Oh, und hast du schon eine Idee? Ja, und ich habe mich auch schon beworben, aber leider noch keine Rückmeldung bekommen. Ich hoffe, das klappt in den nächsten Tagen. Und wo hast du dich beworben? Das lasse ich mal lieber noch geheim. Ich glaube, es würde euch nicht so gut gefallen. Aber es ist nichts Schlimmes, oder? Oder muss ich mir große Sorgen um dich machen? Ach Quatsch, der Beruf ist relativ sicher, würde ich sagen. Dann willst du zur Feuerwehr? Nein, nein, zur Feuerwehr will ich nicht, aber es ist was Ähnliches. Oh, es hat geklingelt. Machst du mal auf, Papa? Klar, kein Problem, aber wir sprechen gleich weiter. Nicht, dass du noch irgendeinen verrückten Beruf machen willst, wo ich mir jeden Tag Sorgen um dich machen muss. Ich glaube, der Beruf wird dir trotzdem nicht so gut gefallen. Schönen guten Tag, Herr Bergmann. Michael, mein Name. Hallo, Michael. Wir kennen uns doch noch. Sie sind doch der Polizist, der mir den Porsche zurückgebracht hat. Da kommen Sie rein. Was gibt's denn? Ist schon wieder etwas mit dem Porsche passiert? Nein, nein, heute geht's nicht um Sie. Heute geht's um Ihren Sohn Robin. Oh Gott, was hat der denn angestellt? Den knöpfe ich mir vor. Herr Bergmann, Sie sind ja ziemlich aufbrausend. Der hat gar nichts angestellt. Er hat sich bei uns beworben. Er wollte vielleicht später Polizist werden. Ach so. Ach, das wollte er uns die ganze Zeit nicht sagen. Naja, das ist doch gar kein Problem. Dann kommen Sie mal mit. Er ist mit meiner Frau in der Küche. Oh, da kommen Sie auch schon. Oh Gott, was macht denn die Polizei hier? Guten Tag, Frau Bergmann. Es geht nicht um Ihren Mann, es geht auch nicht um den Porsche und es geht auch nicht um Sie. Heute geht's um diesen jungen Mann hier. Hallo Robin, ich hoffe, du freust dich, dass ich heute hier erscheine. Und Mama, hast du es jetzt verstanden, welcher Beruf es ist? Du willst Polizist werden? Das ist ja toll. Puh, ich dachte, du wärst da ein bisschen erschreckt drüber. Aber ja, genau. Ich würde wirklich gerne Polizist werden. Gut, Robin, und da kann ich dir auch schon gerne ein Angebot machen. Wenn du Lust hast, kannst du mal die Polizeiuniform, die ich dir heute mitgebracht habe, anprobieren und mich heute mal mit zur Polizeistation begleiten und dann zeige ich dir ein bisschen, wie der Alltag da abläuft. Das würde ich wirklich gerne machen. Na gut, dann nimm mal die Polizeiuniform und zieh dich gerade um. Ich warte so lange hier unten auf dich. Okay, ich bin gleich wieder da. Das ist ja echt toll, dass Sie ihm die Chance geben. Vielen Dank. Kein Problem, wir brauchen immer jungen Nachwuchs. Und so einen Jungen wie den Robin, den nehmen wir doch mit offenen Armen entgegen. Oh, da kommt er auch schon runter. Das ging aber schnell. Die Uniform steht ihm echt gut. Und was sagt ihr? Wie sehe ich aus? Das steht dir ja super gut. Du siehst direkt viel erwachsener aus. Das finde ich auch, Junge. Jetzt siehst du aus wie ein echter Mann. Okay, Robin, wenn du willst, können wir dann zur Polizeistation fahren. Ich bring dich danach auch wieder nach Hause. Gerne, dann lass uns doch losfahren, oder? Okay, dann folg mir mal. So, Sabine, das ist der Robin. Das ist unser neuer Praktikant oder vielleicht auch bald schon unser neuer Kollege. Hallo Robin, freut mich, dich kennenzulernen. Hallo Sabine, freut mich auch. Ich hoffe mal, wir werden eine gute Zusammenarbeit heute haben. Das hoffe ich auch. Ich würde sagen, wir machen uns direkt auf den Weg zur Polizeistation. Vielleicht müssen wir auch schon zum ersten Einsatz fahren. Und wenn nicht, zeige ich dir und der Michael noch ein bisschen was von der Station. Und dann können wir noch eine kleine Runde mit dem Streifenwagen durch die Stadt drehen und gucken, ob wir irgendwo gebraucht werden. Das ist eine gute Idee. Dann lass uns los. Und hier wären wir an der Polizeistation. Da hinten sind auch schon zwei Kollegen von uns. Kommt doch gerade mal her. Was gibt's denn? Wir wollten euch jemand Neuen vorstellen. Das ist der Robin, das ist unser Praktikant im Moment. Hallo Robin, herzlich willkommen bei der Polizei. Wir zwei, wir sind vom SEK, wir dürfen uns leider unsere Namen nicht sagen, da wir anonym bleiben müssen. Okay, kein Problem. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich hoffe, dass wir gut zusammenarbeiten werden. Das hoffen wir auch. Es wird eher unwahrscheinlich sein, dass wir zusammen zu Fällen fahren müssen, aber falls das mal der Fall ist, du kannst dich immer auf uns verlassen. Vielen Dank. So, ich hoffe mal, ihr drei habt heute einen erfolgreichen Arbeitstag. Wir wünschen euch alles Gute. Wir müssen uns jetzt schon mal fertig machen. Wir müssen wahrscheinlich später zu einem Einsatz. Okay, dann viel Erfolg später. Zentrale für Sabine und Michael. Zentrale kommen. Ja, wir hören. Es gibt einen Überfall am Krankenhaus. Anscheinend hat dort jemand versucht, Arzneimittel zu stehlen. Bitte einmal dorthin fahren und den Vorfall klären. Das machen wir, wir sind unterwegs. Na los, Robin, dann schwing dich mal ins Auto, denn es geht jetzt zu unserem ersten Einsatz. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Na los, kommt schnell. Oh Mann, jetzt geht's wirklich rund. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Michael, schalt die Sirene ein. Wir müssen uns jetzt echt beeilen. Okay, das mache ich.
Abfahrt! Und ich verschmore hier hinten mal wieder im Gefängnis. Mensch, ich hab doch gar nichts gemacht. Warum haltet ihr mich denn hier fest? Ich bin unschuldig. Ja, ja, das können Sie jetzt gleich mit der Polizei klären. Zum Glück kommen die da hinten auch schon. Hierhin! Was ist denn hier vorgefallen? Dieser Mann hier hat versucht, etwas im Krankenhaus zu klauen. Okay, Robin. Und du versuchst mal, die andere Seite abzudecken, falls der Mann versucht, abzuhauen. Alles klar, mach ich. Ich geh rüber. Ich bin der André, ich bin der Rettungsassistent und ich habe den Mann aufgehalten. Wir haben das hier bei ihm gefunden. Und was genau ist das? Das sind Bachblüten. Die darf man eigentlich nicht ohne Rezept haben. Und deshalb hat er anscheinend gedacht, dann klaut er sie mal am besten im Krankenhaus. Das stimmt doch gar nicht. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Das ist ja eine Frechheit, das wird mir hier unterstellt. Bleiben Sie mal bitte ein bisschen ruhiger. Nicht direkt ausrasten. Sehr gut, Robin. Genau so. Da hat unser Praktikant recht. Bleiben Sie ruhig. Wenn Sie nichts verbrochen haben, dann brauchen Sie sich ja auch nicht so aufzuregen. Wir nehmen Sie jetzt garantiert mal mit in die Polizeistation. Das können Sie vergessen. Ich hau ab. Garantiert nicht. Ich hab Sie. Schnell, Michael. Den müssen wir verhaften. Ich hol die Handschellen aus dem Auto. Pass du auf, dass er nicht wegrennt. Super gemacht, Robin. Sehr gut. Ohne dich wäre er wahrscheinlich jetzt abgehauen. Danke, Sabine. Vielen Dank. Gut, Sabine, dann bring du ihn doch mal schon ins Auto und ich spreche noch kurz mit dem Robin. Alles klar. Das hast du wirklich sehr gut gemacht, Robin. Sehr, sehr guter Einsatz. Und das an deinem ersten Tag. Du gefällst mir gut. Also wenn du Interesse hast, kannst du gerne mal länger bei der Polizei bleiben. Und wenn es dir Spaß macht, kannst du auch gerne bei uns anfangen zu arbeiten. Natürlich müsstest du dich erst bewerben, aber ich denke, du hättest da eine gute Chance. Das würde ich wirklich gerne machen. Das war heute schon sehr, sehr aufregend und vielleicht passiert ja später noch mehr. Genau. Da würde ich sagen, wir machen uns wieder fertig für die weiteren Einsätze und dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. So machen wir das!